Music, it can do anything. Musik haut die Katze aus dem Sack. Musik zieht den Stock aus dem Arsch. Und Musik weiss, wo der Partner den Most hält. Ich bin der Kneckebuhl, euer Soziomusikologe, und ich behaupte, Musik schafft alles. Die heutige Challenge ist, schafft es Musik, dass der Mensch ein Herz aufgeht? Schafft es Musik, Bärli, die schon zusammen sind, ihre Liebe neu zu beweisen? Oder vielleicht sogar neue Bärli zu schaffen? Also schaut, ich muss es schaffen, mit Musik Leute dazu zu bringen, sich zu küssen. Was? Schaut, meine Challenge ist, ich muss es schaffen, dass eine von diesen zwei Frauen dich küsst. Also schau, ich habe eine schwierige Aufgabe. Ich muss. Seid ihr ein Bärli? Nein. Seid ihr ein Bärli? Also schau, ich mache jetzt 30 Sekunden, lasse ich die Musik ab. Und wenn ihr euch irgendwie näher kommt, habe ich gewonnen. Ist gut, ich komme hier weiter. Und jetzt eine ist um die Achse drehen. Eine ist um die Achse drehen. Wow! Kannst du ihm ein Küsschen auf die Backe geben? Nur auf... Geht nicht. Und er dir auch nicht? Ah, sehr schön, merci vielmals. Wie überzeugst du die Frauen, wenn du es machst? Ja, mit der Zunge. Okay. Seid ihr ein Bärli? Nein. Wirklich nicht? Wirklich nicht. Nie etwas zusammen gehabt. Noch nicht. Kannst du vielleicht einen kurzen Paarungstanz machen für die zwei Frauen? Die Frage ist, schaffe ich es mit einem schönen Lied, euch dazu zu bringen, dass ihr mich küsst? Ja. Sofort. Wirklich? Es gibt für mich 100 Punkte. Wir schauen mal, ob das gewirkt hat. Ich lasse jetzt schöne Musik ab und schauen, was zwischen euch zwei passiert. Ist gut. Bist du aufgeregt? Ja. Egal, egal. So verbindet Musik. Der Punkt geht an mich. Amor mit dem Liebespfeil. Aha! Gut, ich bin jetzt peinlich berührt. Machen wir noch etwas weiter. Ich gehe noch weitere Bärli belästigen. Merci vielmals. Sie sind? Waldkraut. Waldkraut. Waldkraut, er möchte Ihnen jetzt etwas sagen. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Achtung, es kommt ein Küsschen. Ein Küsschen. Juhu! Schau, der Liebesgott hat wieder zugeschlagen. Seid ihr ein Bärli? Nein. Nein. Aber vielleicht könnten wir es ja ändern. Das bezweifle ich. Wieso? Wir einfach gute Kollegen sind. Wollt sie nur ein Kollege sein oder willst du nur ein Kollege? Das lasse ich jetzt mal offen. Ah! Sag jetzt mal, ich interpretiere jetzt mal, dass der Tri schon vielleicht ein bisschen verliebt ist in dich. Unwahr ist es nicht. Und dann muss der blöde Kneckebull mit dem Hut kommen, um das zu erzählen. Aber vielleicht weißt du das auch ein bisschen. Ja, wir haben vorhin darüber geredet. Wir haben das gespürt. Schaffen wir es, ein Küsschen, das darf auch nur auf die Backe sein. Schaffen wir das? Ist gut. Also Achtung, Achtung. 3 und G in Love. Wir haben es geschafft, mit Musik, vielleicht auch ein bisschen mit meiner positiven Aura, die Leute dazu zu bringen, sich zu küssen, sich zu sagen, ich habe dich gern, und ich bin fast sicher, dass wir mindestens 1 bis 2 neue Bärli kreiert haben. Das ist mehr, als ich erwartet habe. Challenge
weiterspielt.